Im heutigen Video geht es um verschiedene Möglichkeiten, wie man Änderungen von Daten mathematisch beschreiben kann. Gehen wir mal von einem Beispiel aus, einem erfundenen natürlich. Sagen wir, wir hätten in einer Stadt die Arbeitslosen gezählt. Im September wären es 2500 gewesen, im Oktober 2750 und im November 3012. Also man sieht, das wird von September bis November immer mehr. Und die erste Frage, die wir uns stellen, wie viel ist denn da überhaupt an Arbeitslosen dazugekommen? Also absolut in absoluten Zahlen von September bis November. Nun, das kann man sich leicht ausrechnen. Es sind von September bis November 512 Arbeitslose mehr. Wie man das berechnet, ist auch klar. Ich nehme die Zahl von November 3012 minus die Zahl von September 2500, also die Differenz, und komme also auf einen Unterschied von 512 Arbeitslosen mehr. Man sagt in so einem Fall, man hat die absolute Änderung berechnet. Die absolute Änderung ist also nichts anderes als die Differenz zwischen zwei verschiedenen Werten. Man schaut einfach, wie viel ist mehr geworden oder wie viel ist es weniger geworden. Gut, das war Möglichkeit Nummer 1. Zweite Möglichkeit, noch immer dieselben Zahlen. Und jetzt könnte ich mich fragen, wie viel ist denn das prozentuell mehr geworden? Naja, wir haben noch immer dieselbe Zahl, 512 sind es ja mehr. Und ich beziehe das immer auf den ersten gemessenen Wert, also auf den Wert im September, 2500 Arbeitslose. Und wenn ich die Prozente ausrechnen will, nun, 512 war die Differenz, so viel sind es mehr geworden. Und ich dividiere diese 512 durch meinen ersten Wert, komme auf 0,2048. Und das sind in Prozenten ausgedrückt ungefähr 20,5% Arbeitslose mehr. In dem Fall spricht man von einer relativen Änderung. Also eine relative Änderung bezieht sich immer auf den ersten Wert und man nimmt die Differenz und dividiert sie durch diesen ersten Wert. Das ist die relative Änderung. Aller guten Dinge sind drei. Jetzt könnte ich mir noch Folgendes überlegen. Diese Änderung verteilt sich ja auf 2 Monate. Und jetzt könnte ich mal ausrechnen, wie viel in jedem Monat durchschnittlich dazu gekommen ist. Naja, wir haben 512 mehr. Sie sind ja noch immer dieselben Zahlen. Und diese 512 Arbeitslosen mehr verteilen sich auf 2 Monate. Deshalb pro Monat durchschnittlich 256 Arbeitslose. Wie man auf die Zahl kommt, ist wahrscheinlich klar, das arithmetische Mittel. Ich dividiere 512 dividiert durch 2, weil es ja 2 Monate sind. Sowas nennt man die mittlere Änderung oder durchschnittliche Änderung. Das arithmetische Mittel ist damit gemeint. Und wie es gerechnet wird, ist auch klar, ich muss die Differenz von der absoluten Änderung nehmen und durch die Anzahl der Monate dividieren. Ja, das sind die drei Änderungen. Absolute Änderung, relative Änderung und jetzt mittlere Änderung. Ganz, ganz wichtig.